Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines 2 hier bei Heisenberg Zockt. Ja, wo starten wir denn jetzt wieder? Ja, da wo wir schon mal gestartet sind, vor 2-3 Folgen. Ich möchte euch doch mal schnell das mit den Mods zeigen, weil ich habe gerade gelesen, die sind bei mir irgendwie schon wieder nicht mehr aktiviert. Also, wenn wir doch hier die Bibliothek haben. Jetzt habe ich vorher was geguckt, nämlich genau, dass wir hier mal das hier machen. Neues Playset, was heißt das denn? Dass wir im Prinzip einfach eine neue Anzahl an Mods haben, oder was soll das sein? Kein aktives Initial-Playset. Also das ist doch alles aktiviert. Wenn ich hier raufgehe, dann könnten wir es hier entfernen. Ich habe das schon mal gezeigt. Also irgendwie, das muss doch, ja, es muss doch funktionieren. Aktives Playset, Initial-Playset, das ist das hier. Ja, und das sind die ganzen Mods, aber es funktioniert halt trotzdem nicht. Wenn wir bei der Energie schnell gucken. Aktivieren tue ich die mit, ich glaube, Steuerung A. Irgendwo steht das. Ganz weit unten. Ich möchte zum Spiel. Ihr wahrscheinlich auch, aber ich möchte ganz schnell gucken. Changelog, if the Dingens. Sag mal, irgendwo stand, wie ich das aktiviere. Hier. CTRL und Q. Okay, das merken wir uns mal. Mal gucken, ob es klappt. Also, dann laden wir mal das Spiel. Spiel laden. Berg. Zack, einmal den und los geht. Das lädt jetzt kurz, das dauert nicht ewig. Strk, also Steuerung und Q. Mal gucken, was da passiert bei Steuerung und Q. Bitte nicht abstürzen, das hatten wir ja bei der Movie Mod. Einmal draufgeklickt und weg war das Spiel. Also, Le Verkehr, da haben wir ihn. Also, dann versuchen wir das mal. Steuerung wäre Shift und Q. Ist jetzt hier irgendwas passiert? Shift Q? Nein. Passiert nichts. Da passiert halt irgendwie gerade mal gar nichts. Ne. Interessant, aber irgendwie doof. Also ich habe es euch gezeigt. Ich weiß nicht, was ich da noch machen soll. Eben, ihr habt mal geschrieben, neues Playset erstellen. Aber ja gut, ich werde das wahrscheinlich mal noch machen. Es hilft ja nichts. Aber jetzt lasst uns hier spielen, weil das ist eigentlich schon die Hauptidee des Ganzen. Ob jetzt mit Mods oder ohne, ist mir dann doch irgendwie eher tatsächlich egal. Also egal ist es mir nicht, aber wenn es halt nicht geht, geht's nicht, dann spielen wir das Spiel halt Vanilla. Gut, Stau, ja, ein bisschen. Hier haben wir natürlich wieder irgendwie, dass hier gleich nochmal eine Straße reinkommt, wenn sie da wieder weggeht. Ist aber okay, Masten haben wir haben alles und was wir haben, ist Nachfrage nach Wohnungen. Wobei, da hat gerade jemand noch geschrieben, lass das mal mit den Wohnungen bleiben, weil wenn ich natürlich jetzt die ganze Zeit Wohnungen baue, dann werden wir hier das Dichtbesiedelte wahrscheinlich nicht mehr kriegen. Was ist hier vorne? Hier sehe ich Meldungen. Hier hat es, glaube ich, gekachelt. Ja, da ist ein Hubschrauber unterwegs. Oh, fetter Unfall. Ja, da frage ich mich aber tatsächlich halt einmal mehr, ob das vom, ja, vom Starten des Spiels kommt. Kann das sein? Haben wir eigentlich in Sachen Müll haben wir schon was gemacht? Müllverwaltung. Eine Mülldeponie. Ich glaube, die Verbrennungsanlage, die haben wir uns noch nicht gegönnt. Doch, die haben wir auch schon hingestellt. Wo haben wir die? Was ist das hier oben? Wir gucken mal die Verbrennungsanlage. Was haben wir hier noch? Eine Lagererweiterung. Brauchen wir noch nicht. Sehen wir hier. Was haben wir sonst noch beim Müll? Ein Recyclingzentrum für 880.000. Mhm. Das ist noch nicht freigeschaltet. Sammelt und sortiert Müll zur Produktion wiederverwertbarer Materialien, die später weiterverkauft werden. Das wäre so schlecht auch nicht. Was macht das Ding? Wahrscheinlich Bodenverschmutzung, Luftverschmutzung. Macht alles Mögliche, was nicht schön ist. Da kommst du mal weg. Und hier oben haben wir noch den Bahnhof. Den habe ich gestern vergessen. In der gestrigen Folge ging der vergessen. Wo ist unsere Industrie? Hier oben eher. Ja, ist eigentlich egal, wo wir das hinstellen. Wir müssen es einfach irgendwo haben. Ich denke mal zum Beispiel hier wäre so schlecht nicht. Ja, kommt irgendwie in der Kurve drin. Ist halt blöd, weil... Oder geht das? Doch, es geht. Da haben wir es. Da ist die Einfahrt. Okay. Was haben wir hier noch zusätzlich? Müllwagendepot, das machen wir gleich mal. Dann haben wir hier Sondermüll, Sammelstelle, würde ich auch sagen, nicht unwichtig. Und wir haben zu guter Letzt eine Lagererweiterung, die wir noch nicht brauchen. Gut, das hängt am Strom, die haben Wasser, das passt, dann können wir hier auch sowas machen. Jetzt ist mir gerade noch was anderes eingefallen. Achso, ja eben, der Bahnhof. Hier hinten, ja mit diesem komischen Lager. Ja, da hat noch jemand geschrieben, das liegt nicht an den Gleisen, das liegt an den Strommasten, dass das hier irgendwie so komisch aussieht. Das sehe ich tatsächlich ähnlich. Aber jetzt hier das Ganze halt kappen. Kommen wir kappen mal und setzen das
ja, unter die Erde das Ganze. Also einmal Bagger. Machen wir weg. Ein Stromproblem kriegen wir irgendwie trotzdem keins. Gut, das kann sein, weil ich hier im Pausenmodus bin. Das noch weg. Und jetzt das Ganze unter die Erde. Das wären dann die 10 Meter. Von hier geht das hier hin. Dann geht das hier hin. Und dann geht das wieder hier rein. Dann müsste das eigentlich wieder funktionieren. Denkst du, jetzt geht's wieder nicht. Warum geht das nicht? Weil das hier Starkstrom ist. Aha, habe ich da eine Starkstrom... Oh, ich äumel. Okay, das ist natürlich logisch. Geht das nicht? Weil das eben eine Starkstromleitung ist. Das habe ich tatsächlich so jetzt gar nicht gesehen. Also, müssen wir nochmal wegmachen. Schön, dass das immer so frickelig ist. So, einmal weg, weg. Mach weg, mach weg. Ja, erst gucken, dann bauen. Das wäre natürlich auch noch ein Ratschlag, den ich beherzigen könnte. Also Strom und dann haben wir den hier. Jawohl. Zack, einmal da rein und einmal hier rein. Passt das? Doch, das passt. Also dann haben wir das schon mal gewuppt. Jetzt können wir mal gucken. Der Kollege hier. Ich kann das halt... Ich kann das zwar verschieben, aber ihr seht, die Gleise, die bleiben halt da liegen. Es ist dermaßen doof. Hier, diese Gleise, die bleiben einfach liegen. Und das kann ich halt, glaube ich, nicht mehr wegnehmen. Lagerhaus. Geht halt trotzdem dermaßen runter. Aber das würde neu gemacht werden. Ich versetze den mal und setze ihn zurück. Oder wisst ihr was, wir reißen den ab. Ja, kostet Geld, ist klar, aber es ist halt doof. Oh, guck mal, jetzt ist die Energie aber da. Energie, Untergrundmodus. Jetzt habe ich Escape gedrückt, dann kommt das Ding. Das ist ja aber auch interessant. B? Aha, mit B rufe ich das auf, nicht mit Steuerung Q. Okay, ich möchte trotzdem... Jetzt kann ich das nicht mehr backern. Doch. Nee, doch nicht. Hä? Lass mich das abreißen. Oh nö, jetzt geht... Vor lauter Energie geht jetzt das nicht mehr. Disable Errors. Checks for tools and does not display errors. Was? Untergrundmodus. An, aus. Ah, jetzt geht's. Okay, zack. Einmal weg mit dir. Jawohl. Hat jetzt natürlich Geld gekostet, ist klar. Aber irgendwie, also... Dieses Lagerhaus, das hat mir fast den Schlaf geraubt. Also das kann aber nicht sein. Dass das so aussieht. Straßenbahn. Zug. Der Bahnhof. Der Güterbahnhof. Da haben wir die Güterzugstation. Jetzt haben wir hier die Gleise. Was ist das hier hinten noch? Ach, das hängt jetzt hier auch irgendwie einfach allein in der Gegend rum. Das sind die Erweiterungen, glaube ich. So, jetzt müssen wir hier doch irgendwie diesen Bahnhof hinkriegen und das Lagerhaus sieht vernünftig aus. Das ist natürlich jetzt noch nicht gebaut. Das bauen wir dann noch. Wo hatten wir denn die Straße? Oben? Wo war denn der Straßenzugang? Hä? Jetzt ist hier kein... Ach, hier oben. Doch, das ist die Straße. Das habe ich ja auch gesagt. Das sieht halt irgendwie aus, als wäre die Straße verbuggt. Aber das soll wohl einfach der Schatten sein. Ja, würde man sagen, optisch, nicht so gelungen. So, einmal drehen. Und hier oben ranhängen. Und zwar so. Kann ich da sogar ins Gleis rein? Jawohl. Das geht trotzdem nicht. Da ist dann das andere Gleis im Weg. Dann kappen wir das schnell. So, jetzt müsste es gehen. Bin guter Dinge. Jawohl. Zack, einmal gesetzt. Passt. Dann haben wir das hier, haben wir ja aus kosmetischen Gründen noch gemacht. Vor allem, jetzt finde ich das andere Gleis da gar nicht. Hier ist nur eins. Interessant. Ja gut, dann kann ich das eigentlich wieder kappen. Nehmen wir das wieder weg. Bagger. Zack. Und dann haben wir hier das Depot. Hier haben wir den Kollegen. Jetzt müssen wir das natürlich noch anschließen. Und jetzt wollen wir da mal gucken, ob wir dieses Lager... Es ist halt wieder so, weil hier das Gelände so ist. Warum macht das Spiel dann nicht einfach... Wisst ihr, ich meine, das Gelände anpassen? Muss ich das jetzt? Eieiei, das wird lustig. Terra Ebene, nein. Anpassen, hebt oder senkt. Was haben wir hier? Pinselgröße, Pinselstärke. Ich mach mal. Kann ich das nicht gleichförmig Terra angleichen? Genau. Ja, das habe ich gesucht. So, jetzt müssen wir das Lagerhaus doch dann irgendwie... Jetzt müssen wir es doch hinkriegen. Wir machen mal die Pinselgröße ein bisschen kleiner. Damit ich hier andocken kann. Jetzt geht es wieder nicht mehr. Wenn ich doch hier drücke. Sag mal, das geht irgendwie nicht mehr. Vorher ging es doch. Wenn ich doch hier drücke, dann müsste das doch die Höhe haben, die gleiche. Oder nicht? Moment, was ist das? Terre Steigung? Nein. Ebenen.
So, was mal mit dem Teil. Ja, das gefällt mir besser. Jetzt wird es geebnet. Okay, jetzt müssen wir hier doch das Lagerhaus eigentlich hinkriegen. Ist das jetzt halbwegs eben? Ein bisschen runter geht's noch. Ich hoffe mal, das passt trotzdem. Also hier raus. Nein, nicht aus dem Spiel raus. Lagerhaus. Das sieht immer noch nicht gut aus. Ich finde das halt extrem schade, tatsächlich. Vor allem das Lagerhaus müsste selber das Gelände ebnen, würde ich vorschlagen. Das wäre doch definitiv die bessere Variante. Das hast du bei Transport Fever 2, hast du das. Machen wir das nochmal. Ist es jetzt irgendwie eben? Ebner als auch schon. Jetzt geht's plötzlich wieder. Also das müsste jetzt doch eigentlich hinhauen. Hier nochmal runter, den noch, den noch, den noch. Und jetzt ist das halbwegs vernünftig ebenerdig. Also, jetzt wollen wir da nochmal gucken. Lagerhaus. Ja, müsste passen. Irgendwie hinten macht es immer noch Sachen. Weil ich das nochmal kurz ein bisschen weiterziehen muss. Ans Gleis ran. Ja, zum Glück hört es beim Gleis auf. Also, das habe ich halt noch gar nie gemacht hier, das Terraformen. Weil ich das auch nicht machen möchte eigentlich. Ich möchte nicht die Landschaft formen, ich möchte eine Stadt bauen. Aber hier geht es nicht anders. So, da haben wir hier eine Klippe direkt am Gleis. Gut. So, kriege ich jetzt das Lagerhaus heute noch irgendwie hier hin, sodass ich zufrieden bin damit. Jawohl. Jetzt. Bad einmal gemacht. Das sieht vernünftig aus. Was war das gleich nochmal? Zusätzliche Gleise. Ach so, ja, das hatten wir ja auch noch. Ja, jetzt macht es wieder Sinn mit dem Teil hier. Stimmt. Man reiche mir ein Gleis. Das ist ein einzelnes. Und das geht halt hier rein. Okay, gut. Dann wissen wir auch wieder, warum wir das Gleis hier hatten vorher. Gut, das passt soweit. Also Depot etc. alles fertig. Komme ich hier auch hinten wieder raus? Nee, der Zug muss im Prinzip, wenn er hier reinfährt, allen Ernstes, muss der da wieder zurück. Wo wollten wir denn jetzt hin mit den Gleisen? Wir hatten... Ach, den Hafen, genau. Den haben wir ja hier hinten noch. Wir gehen mal schnell gucken. Was ist hier? Wieder Stau oder Unfall? Da ist einer runtergefallen. Ach du Grüne. Okay, da bräuchten wir Taucher. Wir können hier eigentlich wieder auf Play gehen jetzt. Ja, ist natürlich, sagen wir mal so, das ist nicht ideal. Da kommst du mit dem Hubschrauber nicht mehr vernünftig hin. Ich wollte aber beim Hafen gucken. Ist okay, wir haben keinen Stau beim Hafen. Also das passt. Eben, dass wir hier die Gleise nehmen. Hier haben wir sie. Und irgendwie rausführen. Ich gucke gerade, welche Gleise da funktionieren würden. Das weiß ich gar nicht. Das werden wir jetzt aber merken. Ich schnapp mir mal das hier und ein Gleis. Hier kommen wir, glaube ich, raus. Ne, geht nicht. Hier ran. Andocken. Geht auch nicht. Wie habe ich denn das letztes Mal gemacht? Wir haben den in der vorherigen Staffel haben wir den angeschlossen. Das weiß ich noch. Also hier geht's nicht. Ist das überhaupt ein Gleis hier? Das ist halt auch kein Gleis. Also... Das ist irgendein Rohr. Da kommt gerade ein Schiff. Dann ist das einzige Gleis, was wir hier haben. Das ist auch ein Rohr. Das sind doch keine Gleise. Wo sind denn hier die Gleise? Muss ich die sozusagen erst einbauen? Frachtkräne? Mach mal Frachtkräne. Jawohl, das sieht gleich wieder schäffig aus. Eisenbahnverbindung. Aha. Zack, jetzt. Jetzt wird ein Schuh draus. Und Lagerhäuser. Überlappt, überlappt, überlappt. Hier noch ein Lagerhaus hin. Zack. Okay, jetzt sieht aber unser Hafen nochmal ein bisschen anders aus hier mit diesen Kränen. Sehr schön. Jetzt haben wir hier die Gleise. Ja, jetzt macht es Sinn. Jetzt, wie kommen wir denn von hier? Ja, wir könnten hier in die Gleise rein. Dann führt uns das hier lang. Ja, guck mal, das ist eigentlich fast schon fertig. Was ist hier noch? Ach, nochmal ein Stromkollege. Den haben wir nicht angeschlossen. Warum denn das? Ach, da unten ist er. Okay, machen wir natürlich noch. Ich bräuchte irgendwo einen Punkt. Oder komme ich hier irgendwie nicht raus? Moment, ich mache mal den. Dass wir irgendwie hier reinkommen. Das kommen wir aber nicht, wir sehen es. Geht das so? Ja, doch, jetzt ist er angeschlossen. Das passt, das Zeichen ist weg. Gut, also. Depot. Bahnhof. Ja, hier in die Gleise rein. Und zwar, wir kommen hinten nicht raus, haben wir gesagt. Also hier ist was im Weg. Das heißt, wir müssen in den Bahnhof rein und wieder raus. Das wäre dann hier. Dann machen wir das mal. Aber nicht mit einer Straße, sondern doch bevorzugt mit einer Schiene. Und mit der Kurve. So, dass wir irgendwie hier rausdüsen. Mit Höhe. Dann geht sogar.
Also zack, einmal so. Und jetzt brauche ich nur hier eine Kurve und müssten dann hier so in die Gleise rein. Das heißt, wir müssen runter. Müsste klappen. Ja, das sieht so schlecht nicht aus. Also da kommen wir hier definitiv in den Bahnhof rein. Der Güterbahnhof und unser Hafen. Moment, wo war der Hafen? Hier unten. Ja, hier müssen wir aus den Gleisen raus. Zack, einmal so. Moment, das könnte ich aber mit zwei Gleisen eigentlich machen. Oder was haben wir hier für einen Anschluss? Ein Gleis, okay. Es geht aber trotzdem mit zwei Gleisen. Wir machen das mit zwei Gleisen. Sieht schon besser aus, finde ich. So, einmal so, einmal hier runter. Einmal hier die Kurve. Einmal den und dann irgendwie hier ran. Jawohl, klappt. Sehr gut, dann müsste das eigentlich klappen. Müssen wir noch eine Linie machen? Güter, ja, müssen wir noch machen. Okay, die Linie, die führt uns von hier oben, von dem Gleis, hier einmal rüber und hier unten rein, hier hin. Klappt das? Ich sehe hier keine Linie eingezeichnet. Irgendwie möchte das nicht klappen. Ich mache nochmal Escape hier. Mach den nochmal. Also, richtig Klick, ne Eisenberg. Gehen wir hier lang. Das ist aber auch eine Farbe. Guckt euch das mal an. Im Ernst jetzt. Das hat vielleicht sogar geklappt vorher. Man sieht es noch nicht, weil das eben die Gleisfarbe ist, die hier verwendet wird für die Linie. Na Halleluja. Hier raus und hier rein. Hier hin. Jawohl, man sieht, es klappt. Sehr gut. Dann das Ganze wieder zurück und die Linie fertigstellen. Nehmen die echt die gleiche Farbe, wie wir sie beim Gleis haben. Hier, rote fertigstellen. Patz. Passt. Sehr gut. Das Depot haben wir auch. Dann haben wir hier die ersten Güterzüge. Jetzt ist natürlich, mit LKWs müssten hier die Waren hinkommen. Und dann werden die von hier aus zum Hafen verschifft. Ja. Was ist das für eine Straße? Das ist die hier. Das könnte sein, dass da hier dann irgendwann auch mal noch gröber Verkehr entsteht. Das geht hier nicht weiter. Da müssen wir irgendwie auch noch gucken. Gut, es geht zum Hafen. Zum Bahnhof. Oh, guck, da ist ein Zug unterwegs. Ja, ja. Also, das klappt. Da haben wir den ersten Güterzug. Ich nehme an, der wird jetzt noch keine Waren dabei haben. Das würde mich wundern, weil hier sind ja noch keine LKWs angekommen. Aber schön. Und jetzt haben wir vor allem das Lagerhaus eben auch so, dass das irgendwie vernünftig dasteht. Wenn ich die Straße hier nehme, vielleicht tatsächlich nach da hinten, das würde ich mal noch gerne machen. Das kostet ja auch nicht die Welt. Da machen wir aber nicht irgendwas Überbreites, sondern das machen wir so. Moment, da brauchen wir wieder die Kurve. Einmal so, dann hätte ich hier gerne einen Bahnübergang. Weil das hat man halt ab und zu und dann geht das da rein. Dann hat man jetzt von hier auch die Möglichkeit, zum Beispiel mit den Sachen zum Bahnhof zu fahren und dann von hier wieder zum Hafen runter. Gut, haben wir. Ansonsten, was haben wir hier sonst noch? Meldungen. Hier ist was zusammengebrochen. Durch Wetter zerstört. Dieses Gebäude wurde durch das schlechte Wetter zerstört. Was haben wir hier? Der Parkplatz auch zerstört. Neu errichten. Dankeschön. Haben wir das hier auch? Moment, machen wir den nochmal? Jawohl, neu errichten. Ja, das ist wahrscheinlich, weil wir die... Mach mal. Hat es jetzt geklappt? Ach, das war ja unser Funkturm. Macht er das? Dieses Gebäude wurde von einer Katastrophe zerstört. Wir haben die Katastrophe nicht mal mitgekriegt. Das ist ja auch nicht schlecht. Aber irgendwie funktioniert das neue Richten nicht. Oder dauert das einen Moment? Ich meine, der Parkplatz, der stand gerade. Ah, jetzt. Hey, 10 Meter daneben klicken, dann geht's. Wurde hier noch was zerstört? Ich habe die Katastrophe gar nicht mitgekriegt. Hey. Hallo Güterzug. Na, mal gucken, der ist dran vorbeigefahren. Wo muss der hin? Ja, der fährt halt raus. Könnte man hier nicht sogar auch noch... Wisst ihr was, wir machen hier auch noch eine ausgehende Verbindung. Ich würde hier noch eine ausgehende Verbindung machen, dass wir im Prinzip vom Hafen die Sachen hier hinbringen und dann hier mit dem Zug raus. Müsste eigentlich auch gehen. Schnappen wir uns mal ein Gleis. Und düsen mal in die Richtung. Hier hin. Batz. Okay, passt das? Ja, das müsste passen. Ich glaube, jetzt wird hier das Gleis wieder nicht dargestellt. Nee, das hängt aber nicht zusammen. Aber müssen wir da nicht eine Meldung haben? Von wegen, hängt halt nicht zusammen.
Kurve zu eng haben wir hier. Tatsächlich also Meldung. Okay, dann machen wir hier einen Bagger. Und machen hier eine weniger enge Kurve. Nicht mit der Straße. Mit der Eisenbahn. Geht halt wieder nicht. Da ist wieder irgendein Hang zu steil. Ist es denn wahr? Ich baue das mal so. Sag mal, dann geht's. Dann muss aber das hier natürlich weg. Das funktioniert so nicht mehr. Zack, einmal. Das ist doch wieder die Kurve zu steil, oder nicht? Da, tatsächlich Kurve zu eng. Aber so geht's. Da ist dann die Kurve hier. Die ist nicht zu eng. Mhm. Ja, gut, wenn das Spiel das so denkt. Jetzt sind die Gleise auch verbunden. Jetzt passt's. Nachfrage. Eben, da haben wir jetzt noch gar nichts gemacht. Aber ich würde auch sagen, lasst uns mal die Wohnungen ein bisschen vernachlässigen. Was ist hier? Hohe Miete. Eieiei. Wir müssen nochmal zu den Steuern. Aber ich kann doch nicht die Büros eigentlich fast schon subventionieren. Wir gehen hier mal auf Null, dass die gar keine Steuern zahlen. Vielleicht hilft es denen. Weil das ist schade, wenn hier die ganzen schönen Gebäude flöten gehen. Wir sehen hier überall hohe Miete, hohe Miete. Ja Leute, das ist halt auch eine gute Lage. Also ihr habt hier Fluss und so weiter. Da kann man auch mal eine hohe Miete irgendwie. Und die sehen auch nicht aus, als hätten sie kein Geld. Also wenn du so einen Turm hinstellen kannst, dann kannst du auch ein bisschen Miete bezahlen. Kann mir keiner erzählen, dass das dann ein Problem ist. Oh, hier, sie wollen in unsere Stadt rein. Das ist einerseits gut, andererseits, man sieht's. Ja, führt halt wieder zu Stau. Gucken wir uns mal ganz schnell an, was machen die? Ja, einspurig hier raus. Dann geht das hier lang, dann geht das hier in den Kreisel rein. Eieiei, okay, und dann staut's hier, wie man sieht. Weil wir hier halt wieder irgendwie, ja, weil sie auch eine komische Kreuzung haben. Hier vorne, hier löst er sich eigentlich auf, der Stau. Hier ist okay. Aber die wollen noch hier rein. Kann ich hier einen Kreisel machen? Einen oberirdischen? Das habe ich, glaube ich, schon mal versucht. Würde gehen. Größer? Würde, nee, ungültige Form. Auch ungültige Form. Nee, geht nicht. Also ein Kreisel hier oben funktioniert nicht, weil irgendwas ungültig ist. Wahrscheinlich die Straße hier, dass die nicht ideal ist. Die Frage ist halt, brauchen wir die Straße? Ja, die haben wir ja gebaut. Genau, die haben wir gebaut, damit der Verkehr hier nicht in den Kreisel rein muss. Da kann ich mich noch erinnern. Hier ist eigentlich kein Problem. Die kommen hier einfach nicht vernünftig hier rauf. Und bremsen die hier aus. Ja, das ist natürlich Käse. Ich bin versucht, die Straße wieder zu kappen. Da müssen sie halt den Weg wieder über den Kreisel machen. Aber dann sind sie hier nicht im Weg. Kommt, das nehmen wir weg, das Teil. Zack, zack. Zack. Jawohl, schlecht für die Häuser hier. Die sind dann halt auch weg. Also, weil jetzt können sie fahren. Dann haben wir hier vorne wahrscheinlich das Problem mit dem Kreisel. Und dass sich das dann hierhin verlagert. Ich denke aber, die Straße war keine schlechte Idee. Aber wenn du hier halt nochmal eine Kreuzung hast. Eben, die bremsen uns halt den ganzen Verkehr, der von hier kommt, komplett aus. Gut. Soll ich hier noch eine Straße? Wir können ja eine Gasse machen. Dass vielleicht das Häuschen hier doch noch irgendwie erhalten wird. Jetzt ist es weg. Aber sie bauen es nochmal. Wie sieht es bei dir aus? Ja, das hat geklappt. Dann irgendwie hier rein. Und dann irgendwie hier rein. So, ist eine kleine Straße. Was machen wir mit dir? Ich würde sagen, wir zwitschern hier mal auch in die Richtung. So, zwitschern in die Richtung. Und zwitschern hier vorne rein. So, dann haben wir das auch gemacht. Nachfrage nach Gewerbe, sagen wir mal so, die ist ungebrochen. Dann machen wir hier mal nochmal Gewerbe hin. So, das, was wir jetzt hier neu gebaut haben. So, hier Gewerbe. Und dann hätten wir, ich mache jetzt doch ganz wenige Wohnungen, mache ich jetzt noch hier hin. Und zwar dünn besiedelt. Gut, und dann haben wir hier noch die Industrie. Le Industrie. Einmal hier rauf. Und hier hinten nochmal Industrie hinknallen. Weil da ist die Nachfrage ebenfalls ziemlich ungebrochen. So, einmal so, einmal so. Da müsste das ungefähr passen, denke ich. Da geht die Nachfrage jetzt auch entsprechend zurück. Gut, liebe Freunde, dann machen wir hier einen Break. Ich danke euch fürs Zusehen. Der Bahnhof ist angeschlossen. Ich bin froh. Die Lagerhalle, die ist jetzt auch so, wie sie sein soll. Nicht mehr so dieses von krumm nach schief. Mit Parkplätzen, die man nicht erreicht. Wir haben gesehen, den ersten Zug hatten wir ja auch schon. Und guck mal, hier kommen die LKWs. Also das funktioniert auch, dass hier die Zulieferung stattfindet. Sehr schön. Gut, liebe Freunde, dann danke ich euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder.
dann werden wir hier wieder fleißig weiterbauen. Macht's gut, bis dann, tschüss!